Huhu Leute, ich bin Flaschor, willkommen zu einem kleinen News-Video zu den kommenden Balance-Änderungen in Guild Wars 2. Eigentlich ist das nicht wirklich ein News-Video, weil ich euch eigentlich nicht hiermit mitteilen will, was für Änderungen kommen oder beziehungsweise die Nachricht überbringen will, dass Änderungen kommen, sondern eher meine Meinung ein bisschen dazu äußern und auch zu den meine Meinung zu den Reaktionen, die es bisher darauf gab. Erstmal, worum geht's überhaupt? Arnett hat angekündigt, dass es noch diesen Monat im Oktober ein Balance-Update geben wird mit, ja, wie gesagt, Klassen-Balance-Änderungen. Das heißt, die Klasse wird stärker, die Klasse wird schwächer und sowas alles. Und sie haben noch nicht gesagt, wann es das geben wird, aber sie haben jetzt diese Nacht vor ein paar Stunden so eine Art kleinen Teaser veröffentlicht, was sie vorhaben, was so die größten Änderungen darin sein werden. Noch nicht alles, wir wissen also noch nicht genau, was genau alles kommt, aber so die größten Sachen. Und wir haben aber auch vor allem noch keine Zahlen, also die haben nur gesagt, sie wollen das in die Richtung machen und das in die Richtung, aber noch nicht wirklich, wie das letztendlich in Werten aussieht. Trotzdem, diese Nachricht, dieser Forenpost, den könnt ihr übrigens auch dann in der Videobeschreibung sehen, den werde ich euch verlinken, hat für ziemlich viel, hat ziemlich viel Aufsehen erregt. Und bei den meisten Leuten im negativen Sinne, also sowohl das Forum als auch zum Beispiel Reddit, die zerreißen sich das Maul darüber, über diese Änderung. Der Reddit-Post hat über 500 Kommentare dazu, im Forum sieht es ähnlich aus und es haben auch schon andere große YouTuber, ebenfalls auch übrigens aus der PvE-Speed-Clearing-Szene, wie zum Beispiel Brazil oder so, haben da schon Videos drüber gemacht und die meisten sind wirklich richtig, richtig sauer und regen sich da sonst wie drüber auf über diese Änderung. Und ich muss ehrlich sagen, was mich am meisten aufregt, ist eigentlich, wie sich die Leute darüber aufregen, weil ich finde das alles überhaupt gar nicht so schlimm. Und ich werde euch heute auch sagen, warum. Das Schlimmste ist wirklich eigentlich, wie die Leute damit umgehen, ohne wirklich Zahlen zu haben, einfach mal ins Blaue reinraten, was passieren wird und wie es kommen wird und sich dann total darüber aufregen, wie schlimm und schrecklich jetzt alles ist, ohne überhaupt genau zu wissen, was jetzt abgeht. Und darüber möchte ich heute ein bisschen mit euch reden. also erstmal, was wurde in diesem Post, in diesem Balance-Update-Post gesagt? Im Prinzip drei besondere Sachen, wovon eins wirklich richtig blöd ist, das sehe ich ein, aber auch jetzt nicht so schlimm, wie alle sagen. Fangen wir erstmal an mit Druiden. Da wurde gesagt, dass der himmlische Avatar, was ja die besondere Klassenmechanik vom Druiden ist, dass die zu stark heilt, ohne dass man wirklich Heilkraft haben muss. Das heißt, selbst in einem kompletten offensiven Bild, zum Beispiel einem kompletten Power-Bild oder einem kompletten Kondi-Bild, kann man trotzdem mit Druide, mit dieser Avatar-Form ziemlich gut heilen. Und das sogar ein bisschen zu gut, ohne dass man wirklich Heilkraft braucht. Das wollen sie jetzt ändern. Das heißt, basistechnisch heilt der Avatar jetzt weniger, aber dafür skaliert er besser mit Heilkraft. Das heißt, wenn man sich Heilkraft als Stat in seine Rüstung reinbaut, dann werden die Heals, die der Avatar machen kann, sozusagen insgesamt stärker, als wenn man keine Heilkraft hat. Also das skaliert besser. Und damit will Arnett im Prinzip, dass man nicht mit einer kompletten Glaskanone, mit einem komplett offensiven Bild gleichzeitig das komplette Team hochheilen kann, sondern wenn man schon heilen will, muss man auch ein bisschen Heilkraft wenigstens reinmachen. Also sozusagen Support gegen Offensivkraft austauschen, sozusagen. Das ist natürlich einerseits blöd, weil nun mal bei vielen Raid-Bossen, es geht bei den meisten, die sich aufregen, geht es hauptsächlich speziell um Raids, ist es doof, weil bei vielen Bossen brauchte man nicht so viel Heilung. Man kann nicht komplett ohne Heilung in Raids klarkommen, das ist klar. Aber man braucht auch nicht extrem viel. Und darum hat es in den meisten Kämpfen gereicht, einen offensiven Druiden oder halt auch einfach zwei offensive Druiden zu haben, die einen ganz, ganz guten Schaden machen und die halt dann einfach das bisschen, was geheilt werden muss, durch ihre Avatarform heilen können. Und damit waren die meisten zufrieden. Und wenn man dann halt mal in einem bestimmten Bosskampf viel Heilung braucht, hat man halt mal eben schnell sein Bild ein bisschen angepasst, Rüstung umgezogen und so, dann ging das. Und worüber sich jetzt die meisten aufregen ist, dass das bedeuten würde, dass die offensiven Builds komplett wegfallen, dass man die nicht mehr nutzen kann, weil ein Druide, der nicht heilt, auch nichts bringt. Weil nur allein für den Damage muss man Druiden nicht mitnehmen, da gibt es viel, viel bessere Alternativen. Sondern das Gute ist eigentlich nur, dass er noch extrem buffen kann und noch heilen.
Wenn jetzt wirklich die Heilung so schlecht ist, dass man nicht mehr komplett offensiv spielen kann, bedeutet das, es gibt nur noch ein einziges Bild für einen Druiden und das ist Magi und der muss Magi spielen und hat sonst keine Bildmöglichkeiten. Und Arnett sagt ja immer, wie toll es ist, wie viele verschiedene Builds man spielen kann, und bisher hatte der Druide drei Builds, nämlich ein Power-Build, ein Kondi-Build und ein Heiler-Build. Und hier kann ich einerseits verstehen, dass die Leute sagen, hey, das strengt den Druiden ein, aber dass er dann wirklich nur noch ein einziges Bild hat, glaube ich auch nicht. Also dass man dann nur noch Magi-Druide spielt, bei jedem einzelnen Boss kann ich mir auch nicht vorstellen, weil Magi ist einfach viel, viel zu viel Heilung für die meisten Raid-Bosse, weil so viel braucht man nicht, zum Beispiel bei Gorseval, da muss fast nichts geheilt werden. Da müssen manche Druiden nicht mal in die Avatar-Form gehen für bisher. Und da braucht man keinen Magi-Druiden. Gut, dann spielt man vielleicht nicht mehr komplett Berserker, sondern spielt vielleicht Berserker mit Kleriker-Schmuck oder sowas. Oder man, anstatt entweder komplett Power oder komplett Heilkraft zu gehen, spielt man die Mischung. Dann spielt man vielleicht einen eifernden Druiden oder sowas. Oder je nach Boss guckt man, wie viel Heilung brauche ich und tauscht halt entsprechend einzelne Schmuckteile mit ein bisschen mehr Heilkraft aus. Aber dass es wirklich nur noch den Magi-Druiden gibt, das ist, glaube ich, einfach zu klein gedacht. Und das glaube ich nicht, und das stimmt halt auch einfach nicht, wenn Leute sagen, der Druide hat da nur noch ein einziges Bild. Das bedeutet nur, die Leute wollen sich nicht mit ihrem Bild beschäftigen, wollen ihr Bild nicht für den jeweiligen Boss anpassen und denken nur, es gibt entweder offensiv oder komplett Heilkraft, und das stimmt nun mal einfach nicht. Von daher, da sehe ich eigentlich kein Problem drin. Man muss dann halt mal gucken, dann in Zukunft, wie sieht es bei den einzelnen Bossen aus, wie viel Heilung brauche ich wirklich, und dann halt eventuell mal anpassen. Aber dass man nur noch Magi-Druide spielt, halte ich für Quatsch. Das zu dieser Sache. Dann zur nächsten Sache, zum Revenant. Da wurde gesagt, dass sein F2, das ist ja, oder ist es nächstes F2, genau. Natürliche Resonanz, das ist ein Skill, den kann der Revenant anmachen und channeln, und alle Verbündeten in der Nähe kriegen dann, solange der Revenant das channelt, 50% höhere Segensdauer. Das war sehr, sehr cool bisher. Viele der Mesmer-Builds, also der Chronomancer-Builds, basierten darauf, vom Revenant diesen Segen zu kriegen, dass sie 50% höhere Segensdauer haben, um somit insgesamt mit ihrem eigenen Equipment und ihren eigenen Sachen auf 100% Segensdauer zu kommen, was halt das Cap ist, höher geht nicht. Und konnten somit mit ihrem Bild permanent für Schnelligkeit, also Quickness, sorgen. Und das konnte bisher ein Mesmer auf 10 Leute. Im Prinzip 100% der Zeit permanent Quickness aufrechterhalten, wenn man dem Mesmer ein Revenant an die Seite gestellt hatte. Trotzdem war es aber auch möglich, mit Equipment und Bild anpassen, auch ohne Revenant, an diese 100% Segensdauer zu kommen. So, und dieser Buff, der 50% Segensdauer gibt, der soll nun ebenfalls genervt sein, weil anscheinend die 50% so hoch sind. Wir müssen dann natürlich letztendlich mal gucken, wie genau das genervt wird, also ob das von 50 auf 33% Segensdauer runtergeht oder sogar nur auf 25%. Also das muss man halt noch abwarten, aber auch das, finde ich, hat auf den Mesmer keinen so großen Einfluss. Denn wie gesagt, der Mesmer kann auch theoretisch komplett ohne Revenant an 100% Segensdauer kommen. Und selbst wenn jetzt vielleicht dieser 50% Segensdauer-Buff genervt wird auf, sagen wir im schlimmsten Fall, 20% oder 25%, dann muss halt der Mesmer das ein oder andere Teil an seiner Rüstung ändern, aber dann kommt er trotzdem weiterhin an 100%. Also nur dieser Nerf am Revenant sorgt jetzt nicht dafür, dass ein Mesmer nicht an seine 100% Segensdauer kommt. Der kann dann vielleicht nicht mehr komplett mit einer Berserker-Rüstung spielen, sondern muss vielleicht das ein oder andere Teil Commander-Rüstung nehmen, aber an 100% Segensdauer kommt der so oder so weiterhin. Das heißt, da hast du eigentlich auch keinen Grund zu sagen, die ganze Comp oder die ganze Mechanik, worauf Raids basieren, nämlich Perma-Quickness mit Chronomancer und Revenant, das ist jetzt komplett kaputt und das funktioniert alles nicht mehr. Also das wird weiterhin noch genau so funktionieren. Und jetzt die letzte und eigentlich schlimmste Nachricht, aber auch die, wie gesagt, finde ich nicht ganz so schlimm. Und zwar soll das Siegel der Inspiration am Mesmer genervt werden. Das ist im Prinzip der Hauptgrund, warum das mit dem Perma-Quickness beim Chronomancer funktionierte. Der Mesmer konnte mit dem Siegel der Inspiration, wenn er das benutzt hat, alle Segen, die er hat, ohne Cap, einfach alle Segen, die er hat, in der Intensität und mit der Dauer auf seine Verbündeten kopieren. Das heißt, wenn der Mesmer 25 Macht hatte und Wut und er hat das gedrückt, dann hatten noch alle Verbündeten in der Nähe 25 Macht und Wut. Der hat also sozusagen einfach alle seine Segen
hat er kopiert auf seine Verbündeten. Und auch das soll jetzt genervt werden. Vor allem, weil das im WVW so extrem stark war. Also viele WVW-Comps basierten halt ebenfalls auf diesen auf diesem Skill, und dass Chronomancer halt im Prinzip alle Segen rumschicken konnten, und zusammen dann auch noch mit Revenants hatte man dann im Prinzip permanent Quickness, permanent Stabilität, permanent im Widerstand, was gerade im WVW extrem stark war, weil da halt mit vielen Zuständen um sich geschmissen wurde und Widerstand einen halt immun gegen Zustände macht, und das war einfach viel zu stark, und darum soll das jetzt genervt werden. Blöd ist natürlich, dass das dann natürlich auch einen Einfluss aufs PvE hat und gerade auch halt die ganzen Raid-Kämpfe halt genau auf diesem Skill Siegel der Inspiration basieren. Das heißt, letztendlich wird es dann halt so werden, dass nicht mehr komplett alle Segen in ihrer vollen Dauer und vollen Intensität kopiert werden, sondern es so eine Art Cap gibt, wie zum Beispiel nur maximal 10 Sekunden pro Segen oder sowas. Also wenn man jetzt zum Beispiel eine Minute Quickness hat und der macht das, dann kriegen auch alle anderen eine Minute Quickness, dass das genervt wird auf maximal 10 Sekunden pro Segen. Also selbst wenn der Mesmer eine Minute Quickness hat, er macht das, dann kriegen halt alle anderen nur 10 Sekunden Quickness anstatt auch die eine Minute. So wird es dann wahrscheinlich letztendlich aussehen. Und auch hier geht für die meisten Raid-Spieler jetzt anscheinend komplett die Welt unter, und Raids werden absolut unspielbar und man wird keinen Raid-Kampf mehr schaffen, wenn das jetzt reinkommt, und sämtliche Klassen sind jetzt absolut tot. Vor allem, weil einerseits denken die Leute noch weiter, das muss man ihnen zugute halten. Sie überlegen, wie kann ich jetzt, wenn ich durch einen einzigen Mesmer jetzt vielleicht keine Perma-Quickness mehr hinkriege, wie kann ich das ausgleichen? Und wenigstens so weit wird gedacht, und da wird halt gesagt, hey, dann nehmen wir einfach eine Mirror-Comp, das heißt so eine Art Spiegel-Team-Comp, wo wir nicht mehr 4-4-2 spielen, wobei in dem Zweier-Team ein Mesmer ein Revenant ist, sondern halt 5-5, also ein 5er-Subgroup und noch eine 5er-Subgroup, wo jeweils ein Mesmer drin ist. Das heißt, nicht mehr ein Mesmer muss für Quickness auf 10 Leute sorgen, sondern man hat zwei Mesmer und nur noch jeder von denen muss sich um 5 Leute kümmern, und so gleicht man das sozusagen aus, dass man vielleicht nicht permanent Quickness hat. Das hat noch einen anderen Vorteil, wenn man diese Mirror Comp spielt, und die wurde bisher auch tatsächlich schon hin und wieder mal gespielt. Der andere Vorteil ist, dass man viel, viel mehr Tatendrang im Team hat. Denn auch wenn ein Chronomancer zwar für 100% Quickness-Uptime sorgen konnte in einem 10-Mann-Team, so konnte er nicht für 100% Tatendrang-Zeit sorgen, weil Tatendrang ist nun mal kein Segen, der sich wie andere Segen verhält, den man kopieren kann oder sowas, und vor allem reicht ein Chronomancer nicht aus, um allen Leuten permanent Tatendrang zu geben. Das war aber bisher einfach so, damit hat man gelebt, man wusste, ich werde nicht permanent Tatendrang haben, und das war auch in Ordnung, es hat trotzdem alles geklappt. Wenn man jetzt diese Mirror-Comp spielt mit 5-5 und da sind zwei Chronomancer drin, sorgt man natürlich insgesamt für eine höhere Tatendrang-Uptime sozusagen. Das heißt, eigentlich ist das sogar was Gutes. Klar, der Revenant fällt dann weg und dann schreien jetzt natürlich alle rum, Revenant ist tot, weil man den jetzt nicht mehr braucht. Aber man hat halt auch höhere Tatendrang-Uptime. Und das, aber da schaffen auch wieder die meisten Leute was Negatives rauszuziehen, nämlich es gibt Klassen, denen bringt Tatendrang mehr was, und es bringt Klassen, denen bringt Tatendrang weniger was. Vor allem zum Beispiel ein Elementarmagier, denen bringt Tatendrang extrem was, weil die benutzen von ihren Waffenskills, also zum Beispiel wir spielen ein Stabbild, von den Feuerstab-Skills benutzen die im Prinzip jeden einzelnen Skill. Und Tatendrang macht ja, dass sich der Cooldown, dass der um 33% kürzer ist, also dass sich der Skill um 33% schneller wieder auflädt. Das heißt, Elementarmagiern bringt Tatendrang richtig was, weil die halt wirklich alle ihre Skills benutzen. Andere Klassen, wie zum Beispiel der Hammer Dragon Hunter oder der Dieb mit dem Stab, die machen im Prinzip nur Auto-Attacks in ihrer Rotation. Und auf ihren Auto-Attacks ist ja eh kein Cooldown drauf. Das heißt, den bringt Tatendrang nichts. Und auch hier wird jetzt gesagt, wenn wir jetzt in Zukunft dann mit zwei Messmann spielen müssen, um permanent Quickness zu haben, und wir somit auch eine viel höhere Tatendrang-Uptime in der Gruppe haben, dann bringt das Dieben und Dragon Hunter überhaupt nichts, weil die von Tatendrang nicht profitieren, und das bedeutet dann gleichzeitig auch, Diebe und Wächter sind in Zukunft tot und es wird nur noch mit Elementarmagiern gespielt. Aber auch das zu sagen ist absoluter Quatsch. Denn Dragon Hunter und Diebe werden dadurch doch nicht auf einmal schwächer.
Klar, die Elementarmagier, die werden stärker, die werden besser, aber das bedeutet ja nicht, dass man auf einmal nicht mehr mit Dieben oder Dragonhuntern spielen kann. Die werden dadurch ja nicht schlechter, die sind halt nur einfach dann nicht ganz so gut wie der Elementarmagier. Aber ganz ehrlich, wer kann sagen, dass du zu 100% der Zeit immer bei jedem einzelnen Raidkampf immer mit der absolut optimalsten Teamkomp, die überhaupt mögliche, spielt? Das macht niemand. Und von daher sind auch nicht auf einmal Dragonhunter oder Diebe tot. Die kann man immer noch spielen. Man wird immer noch jeden einzelnen Boss im Raid besiegen können mit einem Dieb oder einem Dragonhunter. Und es wird immer auch noch immer leicht sein und auch immer noch schnell gehen. Klar, wenn man auf Rekordruns aus ist, das heißt, die absolut optimalste Teamkomp nutzen will und somit die absolut optimalste Zeit, die überhaupt möglich ist, aus dem Kampf rausholen will, klar, dann mögen vielleicht in dieser Komp Elementarmagier am besten sein. Aber das macht ja nicht ganz normal Raidruns mit anderen Klassen auf einmal absolut unmöglich oder unglaublich schwer oder so schlimm, dass man sagen muss, diese Klassen sind jetzt tot. Denn wie bereits gesagt, niemand spielt immer absolut mit der absolut optimalsten Teamkomp, die überhaupt für den Boss möglich ist. Denn sonst müsste man bei jedem einzelnen Boss umloggen. Beispielsweise beim Vel'Jar, den spielt man Dieb. Wer sagt dann, okay, für Gorzeval logge ich jetzt auf dem Ele um und dann nach Gorzeval für Sabeta logge ich jetzt auf den Necro um, bei Slothar sorge ich wieder auf den Dieb, beim Trio nehme ich dann vielleicht mal einen Revenant. Wer loggt bei jedem einzelnen Boss um, die ganze Zeit nur allein aus dem Grund, um immer zu jedem Zeitpunkt die optimalste Teamkomp zu haben? Es ist doch ganz normal, dass wenn jemand mit dem Dieb beim Vel'Jar spielt, dass er dann auch mit dem Dieb bei Gorzeval spielt, selbst wenn es da vielleicht nicht das absolut optimalste ist. Weil auch nur die wenigsten wirklich Rekordruns machen wollen. Und von daher halte ich das für absoluten Quatsch zu sagen, Dragonhunter und Diebe sind jetzt tot, weil wir auf einmal mehr Tatendrang in der Gruppe haben und denen der Tatendrang nichts bringt. Und nur die Elementarmagier wirklich davon profitieren. Darum müssen wir jetzt immer bei jedem Boss als DPS-Klasse mit 4 Ele spielen. Das ist halt einfach Quatsch. Und wenn wirklich keine Diebe mehr gespielt werden oder man sagt, Diebe sind tot, dann waren die das auch schon vorher. Weil Diebe wurden nun mal immer nicht wirklich viel gespielt. Es wurden immer, selbst in Packgruppen, meistens nur Elementarmagier mitgenommen. Das heißt, wenn Diebe tot waren, dann waren die das schon immer. Obwohl das eigentlich auch nicht stimmt, weil Diebe echt mega stark waren und zum Teil je nach Boss sogar stärker als Elementarmagier. Das wusste halt nicht die ganze Community, weil die meisten dachten ja, Ele ist der absolut beste Damage-Dealer im ganzen Spiel, also müssen wir, um unsere Chancen zu maximieren, immer Ele, Ele, Ele spielen. Aber es gab halt Bosse, wo auch mal ein Dragonhunter oder ein Dieb einfach stärker waren als ein Ele. Aber das wussten halt die meisten nicht. Aber auch das ändert jetzt, wird halt durch diese Nerfs absolut nicht geändert, meiner Meinung nach. Und selbst wenn man jetzt nicht diese 5-5 Mirror-Comp spielen will mit zwei Messmann. Und man sagt einfach, wir spielen immer noch im 4-4-2 und nehmen einen Messmann mit einem Revenant zusammen. Dann schafft halt der Messmann einfach nicht 100% Quickness-Uptime. So what? Who cares? Was ist denn daran so schlimm? Dann hat man halt nicht 100% Quickness. Dann hat man vielleicht nur 80. Aber auch das macht doch nicht auf einmal die Raids unmöglich. Also selbst wenn man noch die ganz alte Comp spielt und Siegel der Inspiration echt nicht gut ist und echt nicht mehr so viel shared wie bisher, dann wird ja auf einmal der Raid nicht unschaffbar. Also bevor der Perma-Quickness Chrono erfunden worden ist, da hat man eh in den Raids nicht immer permanent Quickness gehabt. Als die Raids rauskamen, da war der Perma-Quickness-Chronomancer noch gar nicht entwickelt worden. Am Anfang hat eh jeder mit viel, viel weniger Quickness als theoretisch möglich war gespielt und trotzdem wurden die Bosse geschafft. Und damals hatte man noch nicht mal wirklich Ahnung von Raids, da waren Raids neu. Da hat man sich noch irgendwie durchgestolpert durch die Raids, da waren die Leute alle noch gar nicht so gut, da kannten die Bosse nicht. Und trotzdem wurden die Bosse alle geschafft, ohne permanent Quickness. Und jetzt, wo alle Spieler viel, viel besser sind und die Teamcomps besser und die Builds besser angepasst, da wird doch, nur weil man nicht mehr permanent Quickness hat, auf einmal nicht der Raid absolut schrecklich werden. Dann hat man halt einfach nicht permanent Quickness. Na und? Die Bosse werden trotzdem sterben, die Bosse werden trotzdem nicht viel schwieriger und man wird die auch immer noch in einer guten Zeit schaffen. Ich meine, in Guild Wars ist es jetzt nicht so, als ob der Enrage-Timer bei den Bossen ein großes Problem wäre. Ich meine, Matthias wird zum Teil mit 4 bis 5 Minuten Restzeit getötet. Also in der Hälfte der Zeit und das bei fast jedem einzelnen Boss, auch beim Vel'Jardin sind am Ende noch 3-4 Minuten über. Das gleiche bei Gorzeval, der wird sogar so schnell gekillt, dass man die Mechaniken, dass man in Aufwinde rein muss, heutzutage selbst in Packgruppen überhaupt nicht mehr ausspielt, weil einfach die Bosse so einfach sind und so schnell gehen.
da wird doch auf einmal nur deswegen, wegen diesen Nerfs, nicht auf einmal der Enrage-Timer ein Problem werden. Und selbst wenn man nicht permanent Quickness hat. Und ja, zugegeben, in Weltrekord-Runs gibt es dann vielleicht weniger Klassenauswahl. Wenn man wirklich auf dem Weltrekord runnen will, nimmt man dann vielleicht 4 Elementarmagier, weil denen der viele Tatendrang wirklich was bringt. Aber dass bei Rekordruns Klassen ausgeschlossen wurden, war doch schon immer so. Wo waren denn in den letzten 4 Jahren in den Dungeon- und Fraktal-Rekordruns die Necros und die Engies in den Teams? Die waren halt auch nicht da. In Rekordruns, wo es wirklich ums absolute Optimum geht, da wurden schon immer Klassen ausgeschlossen. Das ist jetzt nicht erst neu durch diese Änderung. Und von daher kann ich, wie gesagt, wirklich diese ganze Aufregung, die es jetzt deswegen gibt, absolut nicht verstehen. Also ich bin schon echt gespannt auf die Änderungen. Vielleicht bringt es auch wirklich einfach mal Frische ins Spiel rein, mal nicht immer mit der Standard 4-4-2-Comp zu spielen. Vielleicht macht es auch mal Spaß, neue Team-Comps auszuprobieren. Vielleicht wird auch was komplett Neues entwickelt, nicht 4-4-2 oder 5-5-0, sondern vielleicht gibt es dann wieder was ganz Neues. Also ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht und vor allem, es wurden, wie gesagt, erstens nicht alle Änderungen veröffentlicht. Das waren jetzt nur 3 Beispiele, die Arnett in diesen Forenpost geschrieben hat. Da kommt noch viel mehr. Stellt euch vor, alle sagen jetzt, durch diese Änderungen sind Diebe tot. Und aber zusätzlich in den Änderungen steht, der Schaden von Dieben wurde um 20% erhöht. Sagen dann immer noch alle Leute, Diebe sind tot? Oder sagen sie, oh, da habe ich mich wohl vertan, als ich hier rumgeflamed habe. Also es sind noch gar nicht alle Änderungen überhaupt zu sehen. Von daher kann man wirklich noch gar nicht sagen, was jetzt mit den Klassen passiert. Und vor allem bei diesen Änderungen, die hier beschrieben wurden, sind überhaupt gar keine Zahlen bei. Also macht jetzt Siegel der Inspiration nur maximal 10 Sekunden Segensdauer, wenn man kopiert? Oder ist es einfach nur insgesamt ein kleines bisschen Nerf? Oder geht natürliche Resonanz, geht das von 50% Segensdauer auf 10% Segensdauer runter oder nur auf 33? Das weiß man alles noch nicht. Und von daher, es wird aktuell viel zu viel rumdiskutiert und spekuliert und dann aufgrund dieser Spekulation viel zu viel rumgeheult, was in Zukunft dann kommen wird. Und wie gesagt, selbst im schlimmsten Fall, was jetzt alle annehmen, dass es absolut schrecklich wird mit dem Siegel der Inspiration, selbst dann glaube ich nicht, dass das einen sehr, sehr großen Einfluss auf Raids hat. Da muss man sich halt ein bisschen anpassen und dann ist man vielleicht 30 Sekunden länger im Kampf. Aber ist das jetzt wirklich so unbedingt schlimm dann für Raids? Ich glaube irgendwie nicht. Und von daher, das ist so meine Meinung dazu. Ich scheine da aktuell ziemlich alleine dazustehen, weil wie gesagt, die meisten regen sich über diese Sachen auf. Ich bin aber eigentlich schon ganz gespannt, freue mich schon auf die Balance-Änderung, ob sie jetzt positiv oder negativ sind. Ein paar Sachen werden bestimmt gebufft. Vor allem ist es natürlich schön, wenn dann irgendwie Ingenieur-Buffs in den Patch-Notes stehen würden oder sowas. Wäre natürlich eine Top-Sache. Klar, für die, die jetzt aktuell Chrono spielen, ist es natürlich immer blöd. Man hört nicht gern, oh scheiße, meine Main-Klasse wurde genervt. Das hört man nicht gerne, das demotiviert ein kleines bisschen. Aber letztendlich sind wir mit Nerfs noch immer klargekommen. Vor ein paar Monaten wurden auch Elementarmagier genervt. Alle haben gesagt, der Ele ist jetzt tot. Die Rotation ist absolut schrecklich von dem. Kein Skill passt mehr anständig in die Rotation rein. Das fühlt sich einfach total komisch an. Ele kann man jetzt knicken. Und was ist das Ende vom Lied jetzt nach ein paar Monaten? Es wird immer nur noch Ele gespielt. Also in den meisten Raid-Teams, die werden immer noch, als DPS-Klassen werden immer noch die Raid-Teams voll mit Eles geklatscht. Und das ist schon seit es Guild Wars gibt. Es wird immer viel zu viel spekuliert und direkt geschrien, die Welt geht unter und das Spiel ist tot. Und letztendlich, nach 2 Wochen hat sich da keiner mehr drum geschert, alle hatten sich angepasst. Und zum Teil gehen die Sachen heutzutage sogar schneller als früher, obwohl alle gesagt haben, oh, die blöden Nerfs, das ist jetzt alles voll schrecklich. Irgendeiner denkt sich was aus und irgendwie letztendlich ist doch alles besser. Naja, ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt. Ich hoffe ja auch, wenn die Balance-Änderungen kommen, werde ich auch dazu ein Video machen, wo wir uns dann wirklich mal, gerade weil das jetzt aktuell so ein umstrittenes Thema ist, werden wir uns mal ganz genau die Balance-Änderungen angucken. Aber bis dahin, macht euch keinen Kopf deswegen. Alles wird gut. Und ich sage jetzt erstmal Tschüss, bis die Tage. Ciao, Leute.